Fragen stellen können. Jetzt sieht man es hier schon. Bei Sebastian wäre es gut, der hat seinen Vortrag so vorbereitet, dass er den am Stück einmal halten wird. Und die Fragen, die Sie haben, falls Sie sich sie nicht merken können, schreiben Sie sie kurz auf und können Sie dann am Ende, wenn der Vortrag fertig ist, dann auch noch stellen. Ja, dann freue ich mich jetzt ganz sehr, dass der Sebastian da ist und ja, Ihnen ein bisschen was über sein Leben mit UKAM erzählen wird. Hallo Frau Neuhaus, weißt du noch, was ich immer zur Begrüßung zu dir gesagt habe? Ja. Sexy Bunny. Mein Name ist Sebastian Eschenbach. Ich bin 26 Jahre alt und alles hat angefangen mit einer elektrischen Schreibmaschine im Display. Kontakt mit unterstützter Kommunikation hatte ich zum ersten Mal in der Schule am Lebensbaum durch Frau Enders und Frau Neuhaus. Es. Ich war in der 5. Klasse so 1998. 99, als ich in die Schule am Lebensbaum kam und mein Leben mit Horta begann. Meinen ersten Horta, einen Alpha-Horta, bekam ich 99 durch Frau Enders und Frau Neuhaus. 2002 bekam ich dann einen Power-Horta. Nun spreche ich mit Ihnen über einen Eco-Torker. Das ist jetzt also seit 2009 schon mein dritter Torker. Vorher hätte ich gerne gewusst, dass es die Geräte und Möglichkeiten gibt. Ich hätte mir gewünscht, dass das Verfahren einfacher gewesen wäre, denn erst hat man ihn mir abgelehnt, weil ich wohl gut sprechen kann. Vor meiner Zeit mit dem Torka hatte ich Schwierigkeiten, mich zu verständigen. Mich hat keiner verstanden. Dadurch hatte ich keine Freunde und Außenkontakte. Heute sieht mein Leben so aus. Ich treffe mich regelmäßig mit Freunden, gehe in den Biergarten und zur Disco. Bei den Rugby-Löwen, wir spielen richtig große Turniere, wie das Bernd-West-Turnier. Ich habe sogar einen Pokal, das ist mein größtes Hobby. Bei unserem letzten Turnier in Rheinsberg konnte ich auch an allen Biker-Treffen teilnehmen und mitfahren, cool. Jedes Jahr plündere ich den Weihnachtsmarkt, indem wir ständig Krämpelchen und Glühwein bestellen. Und außerdem bin ich bei fast jeder Veranstaltung dabei. Außerdem habe ich mit dem Jogger an einem Filmprojekt zum Thema Barrierefrei teilgenommen. In meiner Freizeit halte ich regelmäßig Vorträge an der Uni über mich und mein Leben mit dem Jogger. Natürlich nur gegen Bezahlung, versteht sich. Beruflich kann ich durch den Torka bei der Stadtmission Halle in Burgdorf im Büro an einem richtigen PC arbeiten.
Dank des Stalkers habe ich viele Kontakte und Freunde und lerne besser neue Leute kennen. Ich kann mich jetzt gut verständigen und dadurch selbstständiger leben. Aber die passende Frau war leider noch nicht dabei. Durch den Torta erlebe ich auch so manch spannenden Ausflug und aufregende Urlaubsreisen. Ich war schon auf Malle, in Paris, in Disneyland und ganz viel mehr. Die letzte große Reise war nach Israel. Hier war es nicht nur durch den Vulkanausbruch richtig spannend, ein richtiges Highlight. Die letzte große Reise war nach Israel. Hier war es nicht nur durch den Torta erlebe ich auch so manch spannenden Ausflug und aufregende Urlaubsreisen. Ich war schon auf Malle, in Paris, in Disneyland und ganz viel mehr. Mein erster großer Ausflug war Grenzen und meine ersten Turka, den Alpha-Turka. Wir waren in Berlin auf den Fernsehturm und im Friedrichspalast. Das war ein Spaß. Die letzte große Reise war nach Israel. Hier war es nicht nur durch den Vulkanausbruch richtig spannend. Ein richtiges Highlight. Zu der Reise bin ich durch meine Vorträge an der Uni gekommen. Man hat mich gefragt, ob ich Interesse hätte, dort zu zeigen, was durch einen Torta alles möglich ist. Natürlich war ich sofort dabei. Shalom, das heißt Hallo. In der Vorbereitung hat mir Sascha, mittlerweile mein richtig guter Kumpel, geholfen. Hey, Homie. In Israel habe ich den Torka vorgestellt. Außerdem war ich im Toten Meer baden, war an der Klagemauer und am Jesusgrab und habe noch so viel mehr erlebt. Da es mir mit dem Torta möglich ist, auch Englisch zu sprechen, konnte ich mich auch hier mit den Leuten gut verständigen und spannend unterhalten. Richtig toll war eine Woche Sonderurlaub durch die Aschewolke, was ist noch mehr erleben, cool gemacht, oder? Ich freue mich schon auf weitere spannende Erlebnisse und Reisen, die ich dann mit dem Torta machen werde. Ich habe ein leichteres Leben mit der Torka und wenn Sie noch Fragen haben, werde ich sie gerne beantworten. Mir ist am Anfang des Vortrags gleich was aufgefallen, und zwar
du hattest ganz kurz erzählt, es begann alles mit einer elektrischen Schreibmaschine mit Display. Da wollte ich gerne von dir wissen, wer ist damals auf die Idee gekommen, weißt du das noch? Und wer hat, ja, wann hast du die bekommen? Und mit der hast du das wirklich dann auch schreiben gelernt, ne? Klasse. Schule. In der Schule. Ja. Ja. Und die hast du dann nur zum Schreiben genommen oder auch zum Sprechen? Hast du dann auch versucht, damit dich mit anderen zu unterhalten? Nee. Schreiben. Du hast nur geschrieben. Mhm. Okay. Genau. Gibt es in dem Fragen? Nicht was? Nein. Was mir heute aufgefallen ist, was mir bisher noch nie so aufgefallen war, Sebastian, ist, dass das eine Frauenstimme spricht. Sie ist gut. Noch eine Frage zum Thema? Ansonsten ist es bestimmt nachher möglich, falls jemand mit Ihnen persönlich sprechen möchte.